Wie viel braucht der immer? 80, ne? Genau. Nee, Quatsch, was mache ich denn hier? Ich will nach Kapazität sortieren, bitte. Dann nehmen wir wieder den, zack. Entladen und... ich hier nicht irgendwo... Ist das das hier? Genau, 60 Tage lang bleiben. Das müsste ungefähr hinhauen dann, ne? Müssen wir dann nochmal gucken. So, zack. Und der hier kann auch wieder fahren. Oh, habe ich noch einen schwarzen Rahmen an der Seite? Ich da irgendwas verunstaltet gerade bei der Einstellung? Moment. Kurz mal nachgucken. Hey, wir waren schon Nahrungsmittel drin. Wo kommt denn das her? Ach so, der stellt wahrscheinlich auch was her, wenn nichts kommt. Ich glaube, das wurde mal in den Kommentaren irgendwie mal erwähnt. Oh, ich habe die Einstellung hier verhunzt. Sorry. So, jetzt passt's wieder. Das ist natürlich geil. Na gut, wenn man dann noch den irgendwelche Nahrungsmittel hinballern kann, dann ist es doch in Ordnung. So, erstmal hier runter damit. Vielleicht ist dann auch der LKW ein bisschen übertüdelt, wenn dann hier irgendwann viele Ersatzteile rumliegen, aber... Oh, ich habe ja so viel Ölsand drin. Da geht wahrscheinlich noch ein zweiter Zug. Oh, ich sehe gerade, ich habe einen Zuordnungsfehler gemacht. Das ist ja eigentlich Ton hier. So. Und da kommt er jetzt. Und dann müsst ihr doch eigentlich auch gleich anfangen mit der Verpackungsproduktion. Und die Verpackung kann man dann hier oben hinbringen. Und dann... müsste das Ding ja ordentlich abgehen. Ja, da war sie wieder die Intro-Musik und ich habe gerade dem Schiff hier eingestellt, dass er dann hier ein paar Tage warten soll, dass dann hier nicht zu viele Ersatzteile drin rumliegen und dann der, die ganzen Nahrungsmittel klaut. Muss ja am Ende auch nicht sein. So, und dann kann man jetzt... Ach, ist natürlich blöd, dass der Fluss hier ist. Sonst hätte man einfach mit so einem kleinen Zug hier und die Nahrungsmittel hier rüber... transportieren können. Ey, Quatsch, die Verpackung, obwohl mit so einer kleinen Draisine wieder, das wäre doch bestimmt cool.
Weil es reicht ja auch, wenn das einmal alle 3 Monate kommt. Gucken wir mal kurz, wie es hier oben aussieht. Ton ist auch schon gut drin. Na gut, man könnte... die Ersatzteile eigentlich auch mit dem Zug... zweiten Tonzug mitnehmen. Na komm, komm, kannst glaube ich gleich 3 machen. Genau, dann kann der nämlich dann erstmal alles leer machen. Ja, hat der jetzt eigentlich seine Route hier mit den... Achso, der war dann immer hier, ne? Macht eine Produktion normal. Ah, jetzt ist er bei 4-fach. Sehr gut. So, die Verpackung. Mit so einem kleinen Zug das hier hinbringen. War eigentlich schon witzig, wieder mit so einer kleinen hier Branchline einfach. Weil es reicht ja, wenn der Zug, glaube ich, einmal alles anliefert. Und dann, wie gesagt, reicht ja auf der kurzen Strecke einfach so ein kleiner Branchzug. Der kann auch ruhig hier so die übelsten Drecksbrücken haben. Oh, Entschuldigung, sag ich mal. Und dann hätten wir einfach Packungsmaterial. Hier ist eine kleine Dampflok. Hier diese Motordreisine. Oh, ich weiß nicht. Einfach so ein kleiner Diesel hier. 61, 80. Gibt es auch als Elektrolok so eine kleine. Achso, haben wir eh nicht. Haben wir dort ja jetzt eh nicht gebaut. Aber gäbe es das? Eine ganz kleine Elektrolok. Nee, ne? Schade. Ach, nehmen wir einfach hier so einen kleinen Diesel dann. Wie schnell können die fahren auf dem Ding? 80. Und nehmen wir die hier. Der nimmt Verpackung mit. Uralt Güterwagen. Das ist halt so der letzte Rest, den die da irgendwo mal vorgekramt haben aus irgendeinem Uralt-Depot. Das ist das jetzt hier. Ich meine, gehört ja auch mal dazu, dass du mal so kleine Loks hast, die so kleine Sachen mit transportieren. So, Verpackungen. Jetzt muss da nur, hier kannst du glaube ich noch mehr Öl, Sand, Züge starten. Na komm, ich hau raus hier einfach. Oh, die warten alle hier. Ah, ich glaube, wir brauchen doch mal irgendwie Ersatzteile für den Ton. Kommt der an und dann müsste eigentlich der Zug gleich vollgeladen werden. Wobei ich mir überlegt habe, das wäre sinnvoller, wenn der Zug hier mit drauf fährt, weil so hat man einmal Verpackung hier und einmal Verpackung da. So, warum macht der nichts? Oder gibt es einen Unterschied zwischen Verpackung und Verpackungsmaterial? Nee, ne, kann eigentlich nicht sein, ne? Verpackung. Oder hängt
das damit zusammen, dass der dort nicht rankommt. Na, dann machen wir das doch mal anders. Fahren wir mal ins Depot zurück. Vielleicht muss man das doch hier mit ankeddeln. Irgendwie. Achso, dann kriegt er die Kurve, dann kriegt er die scharfe Kurve da nicht. Nee, fahr bitte andersrum. So halt unbenutzbar. Zack. Wieder falsch rum. Achso, weil er dort nie rumkommt. Da muss er jetzt auch mal hier umlenken. Und dann passt das. Mal gucken, ob es dann jetzt funktioniert. Dann würde ich vielleicht doch einen Ersatzteilzug noch hier hinterfahren lassen. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob das hier jetzt reicht und er jetzt Verpackungsmaterial aufnimmt. Papier gäbe es noch. Ach, jetzt. Ah, okay, gut. Jetzt passt das. So, Ersatzteile. Ja gut, das könnte man ja dann... Machen wir, dass man das wenigstens ein bisschen mal ab und zu mal der Zug dort oben für vierfach abliefert. Da reicht eigentlich auch wieder ein relativ